Guten Morgen. Gut geschlafen? Ja. Kann die Tasche hier rein? Geht das? Das beste Wochenendwetter für Dezember. Ja? Ja, wir kriegen über Sonntag Schnee. Das hat durchgeknallt, ey. Guten Morgen. Es ist nur kurz. Wunderbar. Ist eh noch zu dunkel. Und seid ihr fit? Ja, ich habe zwar nur 3 Stunden geschlafen, wie immer, aber von solchen Märkten. Ich habe auch nur 3 Stunden geschlafen. Echt? Ja, ich konnte nicht einschlafen, das ist einfach nicht meine Zeit. Bringst du heute wieder schöne Weisheiten, ne? Die du raushauen darfst, die ich dann poste. Mach ich. Stimme war da. Du weißt ja, wenn ich, aber es muss spontan sein. Ja, die besten Aufnahmen mit dir sind immer gelungen, wenn du nicht gewusst hast, dass ich filme. Echt? Ja. Da hast du irgendwas gesagt und dann so, du filmst ja. Das hast du auch immer alles gebracht. Ja, natürlich. Das ist das Problem, dass das auch noch alles bringt, was ich sage. Ein bisschen Schnee, da könnte es dann tatsächlich auch etwas glatt werden. Ein bisschen Schnee. Und Jörg hat erklärt, da lang, da lang, da lang, da lang. Und ich, ja, ja, ja. Mache ich auch oft so. Ja, wir sind schon da. Das erkenne ich den Klaps. Wir sind da. Guten Morgen. Hi. Du siehst ein bisschen durchgeklopft aus. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Schöner Platz. Ja. Sieht gut aus. Mensch, ich sollte ja Jörg anrufen. Kommt so. Da muss Ella bevor ich mit Mega krieg. Waren die mit ihren Cocktails, die Piraten? Mhm. Die kommen auch? Ja. Gut. Oh ja, cool. Die sind cool. Und die Steampunk, auch die Ella, ich weiß nicht, kannst du sie? Nee. Moin! Ach, du auch schon hier? Ach nein, ich mach's der Reihe nach. Hi, grüß dich. Komm her, dann lassen wir dich da. Guten Morgen, lieber ihr. Ja, die Damen dazwischen, moin. Moin. Grüß dich. Guten Morgen. Morgen. Wir machen das so. Ja, genau. Ja, das ist mein Telefon. Ja, hallo. 0,4 mm Schnee. Ja, beste Voraussetzung. Wir haben super Voraussetzungen. Und die Armen, die am 4. Advent Weihnachtsmarkt machen, die haben wieder Scheißwetter. Mhm. Ich hab immer gutes Wetter. Du, wir halten uns an dich. Ich bin der Magier. Ich hab immer gutes Wetter. Nicht immer, aber fast. 2 Schlangen. Andreas. Das ist geil. 2 Schlangen. Tja. Muss ich mir nochmal aufs Kopfkissen nehmen. Aber das ist doch der Schlangenschreinstab, oder? Absolut. Was? Oder nicht? Was steht da für ein Preis drauf? 95. Ui. Aber das ist perfekt. Noch eine Schlange. 90. Der sieht auch geil aus. Der hat auch was. Ist der heftig. Hä? Brauchen wir jeder einen. Also ich den kleinen und du den langen.
Welchen findest du besser? Eigentlich müsste es zwei Schlangenköpfe sein, ne? Ja, wie Penner. Die Reise war nicht ganz Deutschland, ne? Moin, mein Kleiner. So. Na, alles gut? Ist ja frei hergekommen, aber. Ja, ja. Ich grüße dich. Moin. Moin. Aber hier ist auch nicht wärmer als bei uns, Mensch. Ja. Ja. Es ist kälter, als ich dachte heute. Ja, ist wirklich kalt. Ich in Hamburg nichts. Ende August. Da bin ich in Amberg. Ende August haben wir was. 21, 22 August. Okay, eine Woche von meinem Geburtstag. Ja. Haben wir. Dann gib Bescheid. Haben wir das. Alles gut. Also Henschel Ulzburg im März wird auch wahrscheinlich gut besucht. Hm. Ja, so wie es aussieht. Die Zahlen drehen echt durch. Ja. Also eine ganz starke Nummer tippe ich auf Tank steht als Erstlingsmarkt. Ja. Da sind die Zahlen auch verdammt hoch und nach wie vor immer noch höher als Wedel und nimmt schon wieder Abstand auf. Eine Tankstelle hat schon wieder Fahrt aufgenommen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ist okay. Wedel nimmt nochmal Fahrt auf, das ist klassisch klar. Das wird kurz vorher nochmal richtig Fahrt aufnehmen. Das sind richtig von außen. Das hier hat ja auch nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Ja, die letzten zwei Tage. Die letzten zwei Tage hier, ne? Mhm. Ich habe aber auch geteilt wie bekloppt, ne? Ja. Also ich habe immer. Ich muss auch zusehen, dass ich mit der Taverne nächstes Jahr draußen bin. Ja. Also die Fläche ist ja auch eigentlich schön. Ja? Ich hoffe ja, dass wir beim Stadtfest da die Fläche auch bekommen. Da müssen wir aber noch mal mit der Stadt reden. Ja, entweder die Fläche oder gar nicht. Oder gar nicht. Ne? Weil Sie sehen ja jetzt, was wir hier aufbauen und da sollen Sie sich mal dran halten. Und ansonsten haben wir die Möglichkeit, dass wir dann wirklich auf den Festplatz gehen und dann einen Mittelalter machen. Und ich zweitens zittern möchte. Maler oder was? Und freiwillig. Meine neon-orangene Hose war nicht aufzufinden. Die schön dick ist, warm ist, fest ist. Da habe ich zwei Paar lange Unterhosen da drunter. Das ist mir auch warm. Mir noch nicht, ich habe noch nichts getan. Dann könnten Sie im Anschluss eigentlich hier aufbauen. Hinter Jörg. Hinter Jörg. Gut, Jörg, dann bringe ich mal in Position. Ja, mein Lieber. Positionier mal den Anhänger und danach kannst du dann dahin bauen. Das heißt, wir können eigentlich zum Ausladen nochmal an den Baum orientieren und da schon mal die Sachen hinlegen. Richtig, ich würde das so machen, dass du das Zelt so aufbaust, dass du den Eingang nach dahin machst. Nicht zum Weg, aber sodass die Leute dann hier reingehen können. Ah, okay, alles klar. Ah, ja, wir sind im Exit. Genau. Ihr seid dann also hier, also wenn ihr hier hingeht und nach dahin dann den Eingang baut oder nach hier hin und mit dem Eingang nach hier, das ist mir egal, wahrscheinlich Eingang nach da wäre da wäre schlauer, ja, genau. Dass die Leute hier dann in den Innenbereich gehen können. Dann laden wir jetzt einfach erstmal aus, warten, bis er sein Versorgerwägelchen abgestellt hat. Richtig, genau. Ja, und wir düsen langsam los. Dann haben wir ja erstmal so eine Probe, richtig? Ja, würde ich sagen. Moin. Moin. Hallo. Natascha, was haltet ihr davon? Kriegt ihr Hallo Natascha. Hallo Andrea. Grüß dich. Dachte gerade so. Hallo. Ja, theoretisch. Mach auch. Moin, grüß dich. Gut angekommen. Schatz, hast keine Fotos. Hallo. Ja. Ja. Ja, genau. Cool. Aber da habe ich keine Vögel drauf gekriegt. Ja. Da sind Vögel drin. Richtig gut.
Wie sagte ich eben schon, riecht nach Land. Ja, schön, schön. Total toll. Ja. Das ist nicht für uns, das ist für die Gäste. Wird es nun da abgestellt? Ein Teil jedenfalls. Ein Teil jedenfalls. 10? Ja. Wenn ihr einen Platz habt, dann ist es auch 10. Ja, guck mal. Gut, dann nehmen wir die. Ich fahre mal eben hier vorne hin. Oh, wie schön. Was denn? Ein Huhn. Ein Bauernhof. Ist schon klar. Also alles noch mal runter. Ja, ja, deswegen sage ich ja nicht ganz so. Reicht. Schnell hier wieder zu, damit hier nichts passiert. Dickes oder irgendwie eine Holzleiste oder so. Bei Frank. Das ist der erste Vorsitzende von dem Verein hier. Hinter meiner Tasche. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich so ziemlich ganz genau das wird passieren. Ja, wenn es erstmal steht, also die ersten vier Ecken und das hier gemacht ist, ja, dann ist ja immer kein Ding. Aber bis dahin. Ja, ich bin klar.
nicht da, wo es sein soll. Bilder, irgendwas in die Bilder zu verpacken, ich habe oder sonstiges damit, also halt einfach oder sogar Klamotten, je nachdem, was mir einfällt, weil ich das nicht einsehe, dass man sich so ein Loch, ne? Und ein bisschen Leute halt eben einmal die Kraft zu machen. Ja, das will ich auch so machen. Es hing auch schon in großen Aspekten. Ich kann gerade am Tisch aufbauen hier. Du nimmst wieder alles auf. Der sich leider so wie in Düsseldorf. Na klar. So. Dann machst du bloß hier so eine kleine Schlaufe rein. Eine reicht. Hallo Dicko-Frau. Ganz ruhig. Lass mich erstmal ankommen. Markus, wo ist Markus? Ja, Markus strummert hier irgendwo rum. Ja, wo ist dein Zelt? Der hat kein Zelt. Wie, der hat kein Zelt? Nee, der fährt heute Abend nach Hause mit mir. Oh, kommt morgen wieder. Das ist ein... Wo soll ich denn? Kein Bock aufzubauen. Das glaube ich ihm, aber trotzdem. Ich habe ja das ganze Fleisch und alles dabei. Das Fleisch? Ja. Das kannst du auch nicht über Nacht im Auto lassen. Doch. Ins Auto? Das ist ja im Öl. Dann frage ihn noch, ob du das in sein Auto packen kannst. Gucken wir gleich. Du musst nur aufpassen, hinten liegt ein Koffer drin, da ist teure Technik auch drin. Sitzt er nicht da vorne? Das kann sein, muss mal gucken. Na, ist egal. Ich habe nämlich noch mehr mitgebracht, guck mal. Oh, zum Brennen. Wachsfackeln. Oh, cool. 120 Minuten. Ui, und so viele gleich. Ja, 25 Stück. Geil. Ja, ein Schnäppchen. Ja, das ist cool, warte mal. Hm? Geil. Hier die Halterung dafür. Das machst du dann ganz easy, ziehst das Ding hier raus, machst die Halterung drauf, zack. Ja, geil. Und so kommt das in Rasen. Cool. Dann kannst du das, das wird gut aussehen. Ja, schauen wir mal, ne? 25 Stück. Mal gucken, was Jörg damit anfangen will. Ja. Dich habe ich schon gesucht, mein Süßes. Ich habe dir noch ein bisschen was mitgebracht. 25 Wachsfackeln und ja, ne? Wie besprochen. Bekloppt, wa? Guck mal hier. Oh, Alter. Ei. Mach nochmal auf. Ei, ei, ei. Oh, da freu ich mich schon drauf. Haben wir hier noch? Ja, aber. Alles grün heute Abend, oder was? Für die nächsten Tage, ja. Wir machen ja nachts durch jetzt hier. Ja! Guck mal, die Nase, wie die. Boah, die wird immer länger. Oder? Mama!
Vanillepuder. Scheiße, ja. Pass auf, da ist aber kein Vanillepuder drin. Schatz, wir sind schon auf 12 hier, genau. 112 oder was? Da ist auch nicht mittelalterlich. Nee, nee, in der Gruppe selbst. Oh Gott, Weihnachtsbäckerei. Ist das nicht schrecklich? Das ist grausig. Mach gerade ein paar Fotos fertig, um die heute noch auf Facebook zu posten. Mhm. Für den Markt Moor. Noch nicht. Ich weiß aber nicht, ob die heute und morgen angekündigt war. Das Programm habe ich ehrlich gesagt nicht so verfolgt. Aber das, was kommt, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob das beiden Tagen ist oder. Ich gucke gerade, ob ich hier gerade jemanden sehe von der Orga.